Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play in diesem neuen Jahr. Von mir nochmal ein gesundes neues Jahr. Ja, wir fahren mit den Wiener MAN in Wien tatsächlich, Linie 24A. Ich habe gedacht, wir fahren mal sowas. Payback-Karte. Und ich sag mal so, die Linie haben wir ja gar nicht als Let's Play mal vorgestellt. Dazu haben wir den schon einmal einen NG 283 Viertürer LPG Bus. Ich glaube, ich muss ihn noch ein bisschen leiser stellen. Machen wir so. Genau. Ja, ist ein passendes Fahrzeug. Ich meine, mit diesem Ibis komme ich nicht zurecht. Und ich sag mal so, ich gebe euch einfach mal meinen Eindruck zu dieser Karte. Ja, es ist teils. Jetzt hier so dieser Ort sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Genau, zum Bus, den kennen wir ja schon, da haben wir hier schon ein paar Videos mit gefahren. Ist auf jeden Fall sehr in Ordnung von Sobol umgebaut. Also der Bus ist von Sobol. Aber jemand hat ihn umgebaut. Genau. Ja, wir fahren, wie gesagt, 24a nach Breitdingsbumsort. Genau. Ja, links hier natürlich wieder mal ein spannender Objekt. Das ist ja teilweise nicht alles hier Bienenobjekte, ne? Es wurde wieder, auch wie das hier, denke ich mal, so spannender sein. Aber egal, wir wollen nicht meckern, weil wir sind ja nicht Florian Kalle. Ja, auch dazu geliefert zu dieser Karte haben wir auch da hinten diese schönen Gräfenstiftbusse. Was glaube ich damals auch im MAN irgendwie war. So wie es mir ausschaut. Genau. Ja. Ach, Gräfsteuer. Mhm. Genau. So, genau. Sonst was haben wir noch so Schönes? Und jetzt die Haltestelle. Ja, wir haben ja neue Straßentexturen. Jo, kann man nach Brünn fahren, Gänserdorf, Pudebest, Kratz, Linz, Breitenlee. Sehr interessant. Ja, KI-Verkehr natürlich teils alt, neu. Motorradfahrer fahren auch tatsächlich. Sehr cool eigentlich. Genau. Performance-mäßig kann ich nicht meckern. Die Karte läuft super. Genau. Rechts haben wir noch schöne Tankstelle. So, dieser Abschnitt hier gefällt mir jetzt ja nicht so, sieht alles so ein bisschen leer aus. Aber mag ja vielleicht eine Realität so sein. Genau.
auch hier, das hier so gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Aber naja. Man darf auch nicht vergessen, die Karte ist auch schon ein bisschen ein paar Tage älter, ne? Dass der Bauspiel halt dann damals ein bisschen anders war. Halt, ganz kurz noch was gucken. So, einfach weiter geht's. Ja, wie gesagt, das Fahrzeug ist echt super, macht den Spaß zu fahren. Ist top, verarbeitet alles. Sounds sind super. Für diejenigen, die es interessiert, technisch. Hammer, 245 PS, Saugermotor. LPG ist ja ganz wichtig, haben keinen Turbolader. Weswegen auch immer. Verstehe ich auch nicht so ganz. Genau. Der Performance ist auch super, ab und zu leckt es halt mal, ist normal. Und sie, genau. Fahrplan ist auch in Ordnung, ich meine, ich habe 2 Minuten Verspätung und eben kurz wegfahren. Aber sonst ist das echt super. Schöne Busampel. Jetzt haben wir hier die Anforderung. Die haben wir jetzt den Strich, was wir los dürfen. Mal schauen, wo wir lang fahren. Oh, was ist denn jetzt hier jetzt los? Abfahrt. Wollen wir geradeaus oder links müssen? Fahren wir hier links. Rübeck Ost.
würde ich sagen, fahren bis hierher. Auch sehr schöner Abschnitt eigentlich. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. So, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.